Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute dachte ich, mache ich so ein Style and Talk Video wieder, da ihr diese sehr gerne schaut und ich mich dabei schminken kann, euch ein paar meiner Schminktipps geben kann und wir ein bisschen Informationen aufcatchen können. Ich hoffe, das Licht ist gut, denn es kommt von beiden Seiten Licht. Aber wir versuchen einfach, das zu rocken. Es ist kein In-Depth Make-up-Tutorial oder so, sondern einfach so ein bisschen, ich schmink mich und quatsch dabei. Ich habe schon meinen Moisturizer vor einer Stunde ungefähr aufgetragen. Jetzt benutze ich die Studio Fix Fluid SPF 15 Foundation von MAC in NC20. Und meine NC30 Foundation ist einfach leer, Leute. Das ist das erste Mal, dass eine Foundation bei mir wirklich leer wurde. Deswegen, wenn ich euch sage, dass sie gut ist, it's good. Ich habe ehrlich gesagt ziemlich viel auf dem Herzen heute. Ich fühle mich einfach komisch. Die letzte Woche war einfach komisch. Oh, ich hoffe, dass das Licht gut ist. Es sind so viele Sachen, die durch meinen Kopf gehen. Und ich weiß nicht, wo ich richtig anfangen soll. Ich meine, ich bin ja auch nur Mensch. Ich sage euch ja, wenn es mir nicht so gut geht und so. Diese Woche war einfach weird. Also, keine Ahnung. Ich habe mich so ganz, ganz komisch gefühlt und war irgendwie nicht ich selbst. Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig erklären soll, weil ich es gar nicht richtig erklären kann, weil es irgendwie so einfach weird ist. Bevor wir weiter mit den Themen quatschen, wollte ich nur kurz sagen, weil ja ziemlich viele fragen, wieso ich immer Deutsch und Englisch rede und ich das, glaube ich, noch nie so richtig gesagt habe, ist einfach, ich wurde zweisprachig erzogen. Mein Dad spricht ausschließlich Deutsch mit uns. Und meine Mom spricht manchmal Deutsch, manchmal Englisch. Und die konnte damals halt nicht so gut Deutsch. Deswegen hat sie eher Englisch mit uns gesprochen. Aber mittlerweile kann sie gut Deutsch. So. Deswegen ist es immer so ein Mix. Deswegen habe ich mir das extrem angewöhnt. Dieses Deutsch und dann Englisch und dann Deutsch und dann wieder Englisch. Außerdem bin ich auch auf einer zweisprachigen Schule. Das heißt, ich spreche auch in vielen Fächern halt Englisch und dann in manchen wieder Deutsch und dann in dem Unterricht wechseln wir das auch wieder. Und so gewöhnt sich das halt einfach jeder an und jeder in meinem Umkreis redet auch so. Also meine Freundin in der Schule, Luis redet mittlerweile so. Also dadurch, dass ich auch deutsche und englische YouTuber schaue, addiert sich das halt einfach. Und es ist halt etwas, was ich nicht wirklich ändern kann und auch nicht will, weil es mir erstens Spaß macht und zweitens, weil jeder so in meinem Umkreis redet. Und wenn ich da jetzt extrem aufpassen müsste, jedes Mal ist es ja extrem anstrengend. Und to be honest, ich habe gar keinen Bock, das zu ändern, weil ich es irgendwie auch witzig und cool finde. Ja, so viel dazu, weil da habe ich mich gestern mit Freunden drüber unterhalten. Und die waren so, hey, wieso sagst du das nicht mal in einem Video? Ich meine, es gibt ja eine ganz einfache Erklärung dafür. Und ich war so, ja, true. Also, da habt ihr die Erklärung. Und jeden, den es stört, dann please don't watch my videos. Weil das ist einfach eine Sache, die ich nicht ändern werde. Und so ist es echt ansteckend. Also, wenn man einmal damit angefangen hat, ist es schwer, da halt wieder rauszukommen. So, back to the topic. Ich habe dieses Wochenende nicht gevloggt. Erstens, weil es nicht wirklich was... Oh, eine Lupe sagt sie, ja. Es gab nicht wirklich was zum Vloggen. Und ich habe mich halt auch nicht so gefühlt wie ich selbst. Also ich war die ganze Woche durchgehend müde, durchgehend antriebslos und so in der Kein-Bock-Mode. Ich will mich nicht bewegen, ich will nichts machen. So ganz weird. Ich ja eigentlich so ja eher nicht bin, sondern ich bin meistens schon echt motiviert und dann am Wochenende lass rausgehen und bla bla bla. Und ich glaube, ein großer Faktor war einfach dieser Wetterumschwung. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch gerade ist, aber hier in Frankfurt in der Area, am einen Tag regnet es, am nächsten Tag scheint die Sonne, am nächsten Tag regnet es wieder, dann sind es plötzlich 25 Grad, dann sind es doch wieder 18 Grad. Dieser konstante Wechsel von diesem Wetter, das macht mir echt zu schaffen. Also das ist schon seit Jahren so, dass ich da extreme Kopfschmerzen bekomme und müde werde. Schreibt mal, wie ist so bei euch das Wetter? Macht das bei euch auch so extrem was aus? Weil bei uns liegt es irgendwie in der Familie. Meine Mom kriegt da auch immer richtige Kopfschmerzen. Und bei mir ist es halt ähnlich. Und es nervt so sehr, wirklich. Es nervt unnormal, weil
dann einmal, ich weiß nicht wann es war, irgendwann in der Woche, war so richtig schönes Wetter und ich lag einfach zu Hause in meinem Bett und habe Serien geschaut und habe mich nicht bewegt, weil ich so Kopfschmerzen und müde war. Und ein weiterer Faktor, wieso ich so komisch war diese Woche. Ich weiß, ihr kriegt das jetzt nicht so krass mit, aber ich vor allem und Luis merkt es natürlich auch. Ich habe so Stimmungsschwankungen. Ich glaube, ich habe so ein Video schon mal gedreht, wo ich so ein Styling Talk gemacht habe und wo ich war so, oh, meine Stimmungsschwankungen sind abnormal im Moment. Aber sie sind im Moment einfach auch wirklich abnormal. Also ich fühle mich, ich bin so verwirrt die ganze Zeit. In einem Moment bin ich so hyperaktiv, dass ich im ganzen Zimmer rumspringe. Und im anderen Moment bin ich so aggressiv, dass ich irgendwelche Schuhe durch die Gegend werfe. Also es ist in so einem Level, wo man ist so, are you okay, Han? Ich habe irgendwann in Dubai vergessen, die Pille zu nehmen. Und das war in der dritten Woche. Und in der dritten Woche ist es so, entweder man bricht ab, das heißt, man kriegt sofort seine Periode, oder man hängt den nächsten Monat dran. Also man macht keine Pause, um seine Periode zu bekommen. Und weil ich gar keinen Bock auf meine Tage hatte, war ich so, safe call, ich nehme die nächste durch. Und seitdem, ich fühle mich so. Übrigens ist ein guter Tipp, wenn man sein Cream Contour oder Bronzer zu weit runter gemacht hat, einfach mit einem hellen Concealer drüber, um es zu korrigieren. Sonst sieht es alles so runter gedroppt aus. Ja, und ich habe dann so mit Luis halt so eine Diskussion angefangen. Er war so, als ob man von ein paar Hormonen so krass durchdreht, sozusagen. Und ich war so, doch, der Körper reagiert auf die Pille so extrem. Vor allem, wenn man nicht so gute Erfahrungen mit der Pille hat oder allgemein auch viel Stress im Moment hat. Man muss auch dazu sagen, ich habe viel Stress im Moment, auch wenn man das so jetzt nicht mitbekommt. Aber mich belasten halt schon viele Sachen, auch wenn es jetzt nicht die extrem First World Problems sind. Aber ich habe viele Sachen, die mir im Kopf rumgehen, viel zu tun und dann häuft sich das einfach. Und sind immer so kleine Sachen, die dann immer groß werden. Am Samstag wollte ich mit Freunden feiern gehen und dann sagt mir einer nach dem anderen ab, oh ja, ich kann nicht hin, weil mein Freund es nicht will. Und dann der andere sagt, ja, ich habe doch keine Lust, so mäßig. So, das sind alles Sachen, wo ich sage, so, okay, ja, kann ich schon verstehen und ich will dich ja auch überhaupt nicht zwingen und so, aber ein bisschen nur so, ich wollte ein cooles Wochenende und jetzt sagt so jeder, sieh ja, und du bist so, thanks. Naja, und dann war ich so richtig schlecht gelaunt gestern und dann waren wir bei Freunden eingeladen. Also ich hab Luis mitgenommen, bei Freunden zum Grillen eingeladen. Und bevor, also ich bin voll gut, wie auch immer, whatever. Jedenfalls habe ich mich da eigentlich auch schon drauf gefreut und so, aber dann stand ich vor meinem Kleiderschrank und ich weiß, es sind First World Problems, ihr müsst mir das nicht sagen. Im Nachhinein ist es ja auch total dumm und das weiß ich ja auch. Ich stand vor meinem Kleiderschrank und ich wusste nicht, was ich anziehen sollte. Ich habe mich mit nichts wohlgefühlt. Ich habe in mein Zimmer geschaut und ich war so, ich fühle mich hier einfach nicht mehr wohl. Apropos, ja, mein Zimmer ist gerade bei den Umarbeiten und ich habe so coole Sachen geplant. Can't wait. Okay, wie auch immer. Jedenfalls stand ich dann vor dem Spiegel und ich war so, ich fühle mich mit nichts wohl. Weiß nicht, was ich anziehen soll. Und Luis stand neben mir und war so, are you fucking joking? Dein Kleiderschrank ist am Überexplodieren. Und ich war so, ja, I don't know what I should wear, und dann wusste ich nicht, welche Schuhe, und dann wollte ich keine hohen Schuhe anziehen, weil das ist ja viel zu overdressed, aber vielleicht gehe ich dann auch noch in die City, vielleicht nicht. Und es war die ganze Zeit so ein Hin und Her und keine Ahnung, irgendwann war ich so, boah, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr zu gehen, ich glaube, ich bleibe zu Hause, und Luis war so, ah, I think the fuck, na, du bleibst jetzt nicht zu Hause. Es ist so ein schöner Abend, du ziehst dir jetzt irgendwas an und dann musst du dein Ass nach unten und dann fahren wir los. Und dann im Endeffekt hat er mich dann überredet bekommen und wir sind dann losgegangen. Ich habe mich dann auch gar nicht geschminkt, weil ich dachte so, oh, ah, zum Glück, nee, gar keinen Bock jetzt. Dann wäre ich ja noch viel zu später. Im Endeffekt, als wir da ankamen, jeder war fucking ungeschminkt, jeder war in Chiller-Style-Jogginghose und ich war so, ich habe mir so ein Drama gemacht, so um nichts. Und ich denke auch, einige von euch sind so, Caro, what's wrong with you? This is not something normal. Aber ich stand dann so in meinem Zimmer und ich war so, oh, so viele Dinge fucken mich gerade einfach ab. Ich kann einfach nicht mehr. Jedenfalls waren wir dann da 2,5 Stunden ungefähr oder 2 Stunden. Und dann war ich halt mit Sophie verabredet. Und dann sind wir gegangen. Und dann als wir wieder zu Hause waren, also als Sophie hier war, da haben wir Jeremy Sex Topmodel geschaut. Und ich habe währenddessen mein Zimmer komplett
aufgeräumt. Ich habe das Sofa aufgeräumt, ich habe die Klamotten aussortiert. Ich will euch noch nichts zeigen, also ihr seht ja nur diesen Ausschnitt hier. Aber hier ist es alles endlich sauber. Es ist ordentlich. Hier liegen keine dummen Klamotten rum, nichts. Ich habe meine Schulsachen sortiert. Ich habe viele Schulsachen weggeworfen, was übrigens das geilste Gefühl ever war. Und ja. So, ich habe jetzt meine Augenbrauen gemacht und die auch noch concealed und so. Kennt ihr das, wenn ihr so Fussel in euren Augenbrauen habt? Außerdem freue ich mich einfach, wenn ich aus dieser Scheiße raus bin. Ich will einfach nur mein eigenes Ding jetzt durchziehen. Nirgendwo mehr um 8 Uhr anwesend sein. Nicht mehr. Oh, I can't wait. Also wie gesagt, ich mache jetzt hier ein glowiges Make-up. Ich habe Highlighter gerade aufgetragen. Und jetzt sette ich das Ganze mit meinem Lauder Mercy Translucent Puder. Ich habe einfach nur noch ein paar Wochen Schule, Leute. 9. Mai ist mein letzter Schultag. Wirklich, ich kann es nicht erwarten. Ich kann es nicht mehr. Ja, ordentlich, ne? Nee, ich meine die Wand. Wo gehst du hin? Nirgendwo. Warum machst du da ein Halloween-Video? Was für ein Halloween-Video? Deine Hörner. Ja, das ist nur, dass meine Haare nicht in meinem Gesicht sind. Ach so. Ups. Machst du dein Halloween-Video? Hättet ihr Interesse, dass ich ihr mal so die Schmink-Basic-Tipps beibringe? Das wollten wir nämlich schon die ganze Zeit noch machen, ne? Ja. Weil sie es lernen möchte und so ein paar Tipps haben will. Deswegen ist mir gerade so eingefallen, das könnten wir auch eigentlich filmen. Hast du was dagegen? Jetzt. Nicht jetzt, irgendwann, demnächst. Hm? Was hältst du davon? Mhm. Hättet ihr auch Bock da drauf, dann stimmt mal hier oben ab. Jetzt muss ich merken, wenn ich das jetzt noch einfüge, weil ich vergesse sowas immer oder wie Links in die Infobox machen. Ich vergesse sowas so oft. Übrigens, die Wimpern-Extensions fucken mich langsam ab. Ich will die abhaben, weil ich wieder meine Fake Lashes benutzen möchte. Ah, also, ich finde es sau nice unter der Woche. Wenn man in die Schule geht, sieht man irgendwie immer ein bisschen besser aus als ohne. Aber am Wochenende, wenn ich mich so richtig geil schminken will, sind die irgendwie nur im Weg. Und ja, also ich würde mir die nicht konstant weitermachen. Das habe ich aber, glaube ich, schon mal gesagt. Ich fand es halt saugeil für den Urlaub so. Und ich bin mich am Peelen. Bist du dich auch am Peelen? Meinst du da, wo du verbrannt bist? Ja, allgemein. Ja. Nee, ich habe mich nur gepeelt, da wo ich verbrannt bin. Ich kann einfach kaum erwarten, jeden Tag zu filmen und zu schneiden und nichts für die Schule zu machen. I'm just looking so forward to this. Man sagt, I am so looking forward to this. I'm so looking forward to this. Übrigens mein absoluter Lieblingston aus der Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance Palette ist Primavera. Dieser Goldton ist everything. Ich finde, der passt zu jedem Look und der peppt das Auge auf und sieht einfach so geil aus. Also wie gesagt, ich habe ja wegen meinen Stimmungsschwankungen, also wegen meiner Pille, ich habe schon überlegt, wieder, ob ich die Spirale jetzt nehmen sollte, weil ich habe ja schon mal vor einem Jahr darüber nachgedacht, jedoch war ich dann nicht mehr mit Luis zusammen. Well, now we're back together. Und wir haben schon vor, dass es langfristig hält, sagen wir mal so. Und diese Stimmungsschwankungen sind echt anstrengend für uns beide. Also für mich nochmal, glaube ich, ein Stückchen mehr als für ihn. Auch wenn er es aushalten muss, aber Leute verstehen das nur, wenn sie selber da durch waren. Das ist einfach extrem anstrengend, dieser Hormonumschwung. Und es ist halt einfach extrem viel, auch wenn manche das vielleicht nicht verstehen. Ich meine, wenn ihr mit der Pille klarkommt, dann good for you. Aber ich merke einfach immer und immer mehr, dass es mich eigentlich nur runterzieht. Und dass es daran liegt und ich eigentlich was ändern muss. Aber ich habe irgendwie Angst vor Veränderung. Auch wenn es ganz, ganz komisch ist. Ich habe mir schon ganz viele Videos von Miss Bella, von der Emma angeschaut. Die haben alle ja gewechselt. Aber ich bin so, I'm so scared. Ja, übrigens ein Danke an ganz viele, die unter meine Videos schreiben und so Dekorationstipps geben. Ich finde die echt nice. Eventuell werde ich die auch in Betracht ziehen. Ich benutze gerade die Roller Lash Mascara von Benefit. Das ist meine absolute Lieblingsmascara. Jetzt fehlt mir noch ein Highlighter im Innencorner.
Da benutze ich den Vermeer-Ton von der Anastasia Beverly Hills Palette. That's intense, hun. Habe ich vergessen, dass die so krass pigmentiert sind? Ah, it's too much. Mein Mary Luminizer, den habe ich schon seit Jahren. Und letztens bin ich wieder so drauf gekommen, ich hätte gern einen goldenen Glow. Und dann bin ich so durch meine Highlighter durchgegangen. Den habe ich voll lange nicht mehr benutzt und ich liebe den. Also ich habe jetzt hier ein bisschen was drauf. Und ich habe kein Fix Plus, kein Setting Spray. Und jetzt gucken wir mal, how intense it's going to be. Amazing, oder? Yes. Amazing. Und dann liebe ich das auch in letzter Zeit, das hier so hochzuziehen, dass es hier dann wie so ein Dreieck ist. Und dann hier genauso. Und dann highlighte ich, of course, meine Nase. Und jetzt muss ich meine Wimpern-Extensions mal hochbürsten. Und jetzt kommt Lip Gloss. Frage ist halt nur, welcher. Die Frage ist immer, welcher Lidschatten und welcher Lip Gloss. Und ich war auch lange nicht mehr beim Sport. Also das heißt lange, ich war letzte Woche. Aber ich muss wieder konstanter gehen. Und nächste Woche wird auch noch mal ein bisschen stressig, aber ich versuche positiv zu bleiben. Mir geht einfach in letzter Zeit so viel durch den Kopf. Am besten nicht reden, wenn man sich Lipgloss drauf macht. Sonst fuckst du es ab wie ich. So, jetzt haben wir eine schöne Base. Jetzt will ich das noch ein bisschen glossier machen. Und da benutze ich den Kiko Lipgloss, den ich aus Versehen von ihr mitgenommen habe. Sorry, Han. Und jetzt nur noch Fixing Spray. Ja! So, meine Mutter ruft schon, weil ich jetzt mit ihnen essen soll. Also, vielen Dank, dass du so lange da geblieben bist. Ich glaube, das Video ist ein Ticken länger geworden. Ich hoffe trotzdem, dass es dir gefallen hat, dass ihr entertained wurdet auch. Mein Social Media ist immer unten verlinkt. Wenn ihr Fragen habt, lasst sie in der Kommentarbox da. Und außerdem hoffe ich, dass wir bald die 100.000 knacken. Ich bin so kurz davor und ich freue mich über jeden Neuen, der dazukommt. Vergesst nicht, die Glocke anzumachen. Schreibt, wenn ihr die Glocke aktiviert habt. Kommentiert am besten als Erster, weil dann kommentiere ich natürlich zurück und poste deinen Namen auf mein Social Media. Also, I love you all. Be positive. Get good fucking fucking vibes. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video.